Herzlich willkommen zu dem Bornbienenstand. Normalerweise hätte ich den schon vor 3 Tagen durchgucken müssen. Vor 3 Tagen war nämlich Tag 7. Das heißt, ich habe hier vor 10 Tagen das letzte Mal reingeschaut. Und dann hat es hier bei uns nonstop geregnet. Ich wollte eigentlich Tag 7 einhalten. Das ging dann wegen dem Wetter nicht. Und es ging auch aus betrieblichen Gründen nicht, weil ich da bei Kunden und bei anderen Bienenvölkern war. Und wir haben heute nur 11 Grad, das heißt, ich gucke, dass wir wirklich schnell durchgucken, die Völker. Ich will die Bienen jetzt auch nicht unnötig abstressen, zumal es ist mir richtig kalt und mit Jacke imkern ist immer total, ja, macht überhaupt keine Freude. Da ist man lieber mit einem T-Shirt oder einem Pullover unterwegs. Mit der Jacke fühle ich mich da immer eingeschränkt bei den Bienen. Dann kommt dazu, dass eigentlich würde ich ja ganz gerne heute mit den Schwarmzellen arbeiten wollen. Also sprich die in meine Königin Homehive-Beute setzen oder aber auch in Apidea-Kisten rausbrechen, dass da neue Königinnen drin entstehen. Das macht das Wetter heute zunichte. Da fehlt einfach die Zeit. Und jede Sekunde kann hier wieder so ein richtiger Regenschauer runterkommen. Bedeutet für die Bienen, ich arbeite jetzt schnell durch. Die Bienen müssen gucken, dass sie mir einen Weg frei machen. Königinvermehrung machen wir nicht, aber falls ein Bienenvolk jetzt einen zu hohen Schwarmdruck hat, dann kann ich Brutwaben abziehen. Deswegen habe ich mir hier schon mal die leere Homehive-Kiste hingestellt. Wo ist sie denn? Hier. Ja, also einmal komplett leere Homehive-Kiste. Und jetzt gucken wir mal die ganzen Völker durch. Und wenn ein Volk am zu arg rumspinnen ist und erhöhten Schwarmtrieb, dann ziehen wir Brutwaben raus. Hier sind auch definitiv schon 2 Völker dabei, die abgeschwärmt sind. Das konnte ich nicht verhindern, auch wenn ich es wollte. Sowas passiert nun mal, wenn man Bienen hat. Ist nicht schlimm, passiert auch jedem Imker. Das Ziel ist trotzdem, dass ihr guckt, dass eure Bienen eben nicht schwärmen. Warum, wieso, das habe ich mal in anderen Videos erklärt. Da geht es einfach ums Überleben von den Bienen. Wenn ich jetzt richtig gucke, dann ist das hier der Bienenschwarm von dem Muttervolk. Da habe ich ein YouTube-Video gemacht, genau das war der Schwarm. Und das Muttervolk steht jetzt hier. Da müsst ihr mal in meinem YouTube-Verlauf gucken, dann seht ihr genau hier, wie ich den Schwarm unter der Kiste geborgen habe. Und was wir heute sehen, ist im Grunde genommen, ich glaube 12 Tage später war das dann die Aktion. Weiß nicht genau. Spielt auch nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall gucken wir mal durch, wie es dem Schwarm hier geht. Und speziell bei Homehive-Systemen oder generell allen Einraumbeuten, wisst ihr ja, die Bienen bauen da manchmal krummes Zeug. Und wenn eben die Waben erst in Entstehung sind, kann ich jetzt für Anfänger, eigentlich würde ich nur gut empfehlen, guckt euch alle 3-4 Tage den Schwarm an, wenn er auf Naturwaben baut. Und korrigiert eure Wabenfläche. Sonst bauen die Bienen eventuell so einen Murks rein, dass ihr das nie wieder korrigieren könnt. Ups, da ist leider eine drunter. Ich habe dem Schwarm ja vom Muttervolk hier Waben abgezogen. Und ja, das habe ich mir schon so gedacht. Also die Königin hatte schon immer ein gebrochenes Bein. Und das, was wir jetzt hier sehen können, sind ganz klare Nachschaffungszellen. Das bedeutet, dieses Bienenvolk hat seine Königin selbst abgestochen, weil sie eine neue Königin haben wollten. Und das ist jetzt natürlich schade für mich, weil eigentlich wollte ich von diesem wunderschönen Volk noch Königinnen vermehren. Und auf der anderen Seite gehört das eben zum Leben der Biene dazu und ist im Gesamtkontext natürlich wichtig, weil ein Bienenvolk braucht eine intakte Königin und hier war die Mutterkönigin mit einem gebrochenen, kaputten Bein unterwegs. Ist ja klar, dass die Bienen dann irgendwann sagen, ne, das machen wir nicht mehr mit. Okay, ich lasse jetzt die Kiste offen, weil unter Umständen kann ich dann einfach Brutwaben von anderen Völkern hier in den Schwarm reinpacken. Ihr seht, da passiert ja nicht viel. Bei mir geht es natürlich auch immer wieder um diese Produktionshintergründe als Berufsimker. Sonst überlebe ich meinen Job nicht. Ich muss auch Geld verdienen. Und jetzt eine Idee wäre, damit das Bienenvolk hier ein bisschen mehr auf Zack kommt,
speziell was den Bautrieb angeht. Wir hängen jetzt von anderen Völkern, die Schwarmtrieb haben, anstatt hier in mein mitgebrachtes Home Hive, die ganzen Waben dann hier rein. Zeit, dass ich diese Rindenmulchsäcke mal hier verteile, bevor ich irgendwann mal drüber fliege. Wow, was für ein tolles Volk die haben hier. Huiuiui, haben die einen schweren Honigraum. Halleluja. Warum muss Honig immer so schwer sein? Das ist leider der Grund, warum ich mich für Styroporkisten entschieden habe. Nicht nur, weil die einfach gut im Handling sind und leicht, sondern weil es auch für die Bienen hygienischer sind, die Holzkisten. Aber wirklich der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich für mich, ich nehme die Sägeberger Kisten, weil ansonsten bräuchte ich Kransysteme. In der Berufsimkerei sind Rückenprobleme bekannt und irgendwie wollte ich tatsächlich mich als Berufsimker, also ich wollte das bis ins hohe Alter machen. Und meine Bienenhaltung ist ja jetzt nicht auf Masse ausgelegt. Das heißt, ein Kransystem würde für mich nicht in Frage kommen. Und dann muss man sich halt überlegen, wie kann man hunderte Kisten jeden Tag hoch und runter lüpfen, ohne dass man dabei ins Gras beißt. Ich weiß, ich bin Umweltfreund. Entspricht nicht ganz meiner Philosophie, mit Styroporkisten zu imkern. Kann ich jedem Kritiker recht geben. Und wer mich kritisiert, der soll doch dann bitte auch mir eine Alternative nennen. Ich bin dabei mit ein paar Leuten an dem Thema Pilzmütze, also Boxen aus Pilzen herzustellen. Könnte die Zukunft sein. Allerdings ist die Technologie noch lange nicht so weit, dass das auf den Markt kommen kann. Bleibe ich noch ein bisschen geduldig. Aber da könnte echt die Reise hingehen. Auch was Häuserbau angeht. Ja, das ist der Grund, warum das heute definitiv schneller gehen muss, weil ich habe schon wieder hier Nackenwasser. Das tröpfelt hier runter. Ganz ungemütliches Wetter heute. Ich hoffe, das wird mal bald besser. Heute ist übrigens auch der Tag, wo wir dann sagen, hey, wir lassen da Männchen schlüpfen von den schönen, guten, großen Völkern. Bei dem Volk hier können wir auf jeden Fall mal die Männchen schlüpfen lassen. Das ist eine richtig gute Genetik hier, gefällt mir total. Zwei Honigräume, der untere komplett voll, nicht abgeschwärmt. Naja, also die Drohnenwabe, die ist doch schon kurz vorm Schlüpfen. Also lassen wir die doch hier komplett schlüpfen. Ne? Geil. Haben wir gute Männchen in der Luft. In so einem schönen Volk. Ich sah jetzt auch, wenn ich mir hier diese Kanten angucke. Klar, ein paar Varroa-Löcher sind immer drin in der Drohnenbrut. Aber im Gesamtbild sieht die nicht übel aus. Deswegen nehmen wir die jetzt mal. Aha. Ja, Schwarmtrieb halt. Ne? Sieht man hier schön, ne? Da sind die Schwarmzellen gefüllt. Machen wir mal die Böbbel da hier weg. Und dann hätten wir hier schon mal die erste Wabe, wo wir uns dem Schwarm schenken können. Muss man übrigens immer auf die richtige Position bringen, solche Waben. Also nicht irgendwo blind reinhauen in so ein Bienenvolk, sondern ein bisschen mit Sachverstand hingehen und sagen, hey, hier ist die nächste größere Wabe. Und immer abstaffelnd. Ja, also wir haben hier eine kleinere Wabe, hier haben wir eine größere Wabe. Deswegen gibt es für die mittlere Position auch nur die mittlere Position, ne, weil die Wabe einfach genau in der Mitte hängt von der Größe. Das hier war eine ausgefressene Zelle. Da ist die Königin. Punkt noch jetzt heute nicht drauf.
Die sieht ja mal gut aus hier. Die Königin hatte mal einen Punkt. Das kann man schön an dem nackten Thorax erkennen, dass da der Punkt weggeflogen ist. Wahrscheinlich wieder wegen so einem Billigkleber. Hier haben sie auch die Zellen weggefressen. Das war kein Schlupf, das haben die Bienen aufgebissen. Vermutlich wegen dieser schlechten Wetterlage hier. Haben die Tiere gedacht, nein, wir verlegen uns nochmal mit dem Schwarmtrieb und warten nochmal auf besseres Wetter. Nichtsdestotrotz hat dieses Bienenvolk einen erhöhten Trieb. Also sprich, wenn jetzt wieder das gute Wetter rauskommt, dann werden die relativ schnell in den Schwarmtrieb wieder kommen. Und deswegen macht es hier auch nichts aus, wenn ich da jetzt nochmal eine Wabe abziehe. Na komm schon, Biene, raus aus der Lücke. Ihr auch bitte, raus aus der Lücke. Das ist jetzt die größte Wabe. Deswegen kommt die auch genau mittig rein. Jetzt haben wir ja schon zwei Waben Platz gemacht. Mehr würde ich jetzt von dem anderen Volk nicht rausnehmen wollen. Sonst gehen sie zu schnell aus dem Schwarmtrieb und mir ist ja der Schwarmtrieb jetzt wichtig. Jetzt machen wir wieder den Trick. Wohlgemerkt, dieser Trick kommt aus dem konventionellen in der Bienenhaltung. Wenn man den trotzdem in der regenerativen Bienenhaltung mit Sachverstand einsetzt, dann hat das einen unglaublichen Effekt. Ich habe hier Brut und ich habe hier Brut. Jetzt mache ich hier einen nackten Oberträger rein und die Biene möchte ein geschlossenes Brutnest und die wird mir hier im Nu eine wunderbar schöne neue gelbe Wabe ziehen. Und diesen Trick macht ihr bitte nur in der Schwarmzeit und bitte nur auf 2-3 Rhythmen hintereinander, wenn überhaupt. Und ansonsten ist oberstes Gebot, Brut bleibt immer bei der Brut, da wird nie was aufgefächert. Ich mache das nur aus einem Grund, dass die Bienen im unteren Homehive-System einfach schneller die Waben ziehen. Und wenn man einen Effekt hat für die Biene, wo später dem Tier zugute kommt, also dem ganzen Wesen des Bienenvolkes, dann finde ich auch Eingriffe gerechtfertigt, die eigentlich aus dem Konventionellen kommen. Ist dann okay. Man muss halt nur wissen, was man tut. So, wäre schön, dass die Schwarmzelle hier noch bekommen, bevor die da unten schlüpft. Wow. Okay. Ja gut, habt ihr das jetzt gerade gesehen? Da kam eine Biene aus einer Königinzelle raus. Und die Königin ist abgestorben. Aber dafür war eine Biene drin. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe den Beweis hier auf Band. Hätte ich das jetzt meiner alten Ausbildungsstelle erzählt, die hätte gesagt, nein Marc, du hast wieder... nee, das wollte ich nicht sagen. Du hast wieder irgendwelche falschen Sachen hier gesehen am Bienenvolk. Nein, ich habe euch alle hier auf Beweis. Da ist gerade eine Biene aus einer Königinzelle rausgekommen. Ich glaube, ich spinne. Wo gibt's denn sowas? Ihr seht, wenn die Schwarmzellen groß sind, dann nehme ich die einfach und zupfe die ab. Wenn die klein sind, dann drücke ich die rein. Das hängt immer von ab, wie die Bienen mir das halt gebaut haben. Und deswegen finde ich ganz furchtbar, was die Biene mit dahin gebastelt hat. Da würde ich das Bienenvolk bitten, dass sie mir eine schönere Wabe ziehen. Und nicht so ein kleines Näpfchen da, so ein Zapfen an der Seite. Jetzt können wir auch hier zum Beispiel einen kleinen Trick machen wieder. Das ist eine schöne Wabe hier mit Bienenbrut, die nicht ganz ausgebaut ist. Jetzt setzen wir die hier in die Mitte. Wenn wir das nächste Mal gucken in 7 Tagen, ist da ein Wunder passiert und die Waben sind alle wunderbar bis nach unten ausgezogen. Hier haben wir einen Bruch gehabt. Das passiert ganz, ganz selten. Kann prinzipiell mit jeder Naturwabe passieren. Wenn es passiert, muss man nur wissen, wie man damit umgeht. Dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt eine ganze Drohnenwabe schon schlüpfen lassen. Das sind auf jeden Fall mal richtig viel Drohnen, wo da schlüpfen. Und deswegen reicht eine Drohnenwabe für den Schlupf vollkommen aus. Das heißt, die anderen Waben können wir rausnehmen. Ihr seht, das ist hier abgebrochen. Wir greifen hier rein, vorsichtig, damit wir die Bienen nicht erwischen.
und dann mit ein bisschen Druck merkt man dann, ob es angebunden ist. Und ja, die Wabe muss schon ein bisschen länger hier unten liegen, sonst hätten es die Bienen hier nicht angeklebt. Ihr habt gesehen, ich habe es mit dem Stoppmeißel jetzt gerade sozusagen weggeschliffen, hier den Ansatz, und jetzt habe ich die Wabe hier so in meiner Hand, immer auf die verschlossenen Brutzellen drauf drücken, weil ansonsten habt ihr da keine Chance, da würde das zerbrechen. Also sprich, wenn ihr in Honig reinlangt oder in offene Brut, da habt ihr nicht genügend Stabilität. Wenn ich die Brutkappen zwischen meinen Händen nehme, Biene, geh aus meinem Ohr. Ja, also wenn ich die Brutkappen hier so nehme, das ist stabil, da kann nicht viel passieren. Und weg damit. Und dann seht ihr da unten, haben wir diesen Anbau vom Wabenbruch, und da muss man jetzt als Imker wirklich penibel hingehen, weil wenn ihr da Bienenwachs dranhängen lässt, dann denkt eine Biene von dem ganzen Kollektiv, hey, meine Kollegin hat da auch schon was hingebaut. Und dann baut die Kollegin da ein bisschen was hin. Und dann rennt die wieder weg. Und dann kommt die nächste Kollegin, baut noch mehr hin. So arbeiten Bienenvolk. Eine Biene übernimmt ein 0,5% der Arbeit und nur das ganze Kollektiv beendet dann die Arbeit zu 100%. Wenn man das weiß, wie die Bienen arbeiten, dann kann man auch seine Handführung dementsprechend anpassen und dann auch bei manchen Sachen halt sehr, sehr penibel mit den Bienen arbeiten. Hier unten war jetzt auch wieder die Drohnenbrut. Die wollen wir hier auch rausnehmen. Wie gesagt, eine Wabe für den ersten Schlupf reicht hier vollkommen aus. Sicherlich werde ich da nochmal Drohnenbrut schlüpfen lassen, ganz klar. Bei so einem tollen Volk lohnt sich das. Ihr seht, hier haben sie das System verlassen, Hand nehmen und im Gesamtbild reindrücken. Wir sehen, wir haben hier viel zu dicke Waben an der Oberseite. Stockmeißel nehmen und nach oben hin abziehen. Ich zeige, wie es falsch geht. Das hier wäre falsch. Die Biene kann schlecht reparieren, bis gar nicht reparieren. Immer den Stockmeißel nach oben drücken, dass die Biene ihr Haus wieder reparieren kann. Und ihr seht, wieder eine wunderschön gerade Wabe. Check, nächstes Volk. Und da fehlt jetzt noch ein Oberträger. Und den bauen wir jetzt auch hier nochmal zwischen das Brutnest ein. Ne, das war der falsche. War es hier? Ja, hier war. Hier war der richtige Griff. Okay, ranschieben. Der Stockmeißel verklebt ist. Gleich sauber machen. Sonst hängen die Bienen dran, dann habt ihr Bienenstiche. Normalerweise hätte ich mir jetzt die Königin sofort geschnappt und die markiert. Ihr habt ja gesehen, die hat einen Punkt verloren. Nur bei so einer Wetterlage finde ich das total schwachsinnig, eine Königin zu markieren. Wenn ich die nachher markiere und muss dann einen Käfig da oben liegen lassen und dann kommt so ein Sturm wieder oder ein Regenschauer. Also da bin ich überhaupt nicht der Fan von. Da können wir jetzt auch einfach sagen, deswegen haben wir die Stockkarten. Dann machen wir uns jetzt eine Notiz. Und bei der nächsten Kontrolle für das Bienenvolk sieht bestimmt das Wetter wieder besser aus. Wo ist jetzt die Folie? Hier. Und da können wir jetzt zum Beispiel schreiben, für so einen Stabilo-Stift muss die Stockkarte 100% trocken sein, sonst schreibt der Stift nicht. Vermehren habe ich mir so hingeschrieben. Queen Punkt verloren. Na, komm schon. Wieder ein Wassertropfen hier dabei. Punkt verloren. So, jetzt haben wir es aber. Wir haben Drohnenbrut rausgenommen, wir haben Drohnenbrut schlüpfen lassen. Wir haben die Brut entnommen. BR für Brut raus. Plus, 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 plus,
plus volle Punktzahl. Das heißt, diesen kleinen Punkt vermehren hat dieses Bienenvolk absolut verdient. Was für ein tolles Bienenvolk. Jetzt kommen wir hier zum Muttervolk von dem Schwarm. Hier muss ich ein bisschen drauf gucken. Also allzu lang offen lassen ist nicht klug. Ich versuche mich zu beeilen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Bienenvolk auch Schwarmtrieb hat. Und auf das warte ich noch, weil da kann ich wahrscheinlich auch noch mal ein, zwei Waben rausziehen. Okay. Also der Schwarm hat hier noch gut, Entschuldigung, das ist das Muttervolk. Das Muttervolk hat hier noch echt gute Honigreserven drin. Die haben sogar da alles weiter gesammelt. Süß, da fangen sie gerade an mit dem neuen Wabenbau. Hier haben sie was verbunden. Sowas bitte wegmachen. Sonst wird es schlimmer. Die Drohnen hier nehmen wir raus. Jawohl, alle Königinnen sind hier geschlüpft. Schön. Upsala. Wenn man weiß, dass jetzt hier die Königin geschlüpft sind, dann wird es einfach. Also bitte, wenn ihr das wisst, Königin ist gerade geschlüpft, da am besten gar nicht lang rumeiern mit dem Bienenvolk. Die Chance ist hoch, dass wenn ihr die durcheinander bringt, das Volk, dass die dann eventuell das Problem haben, dass die Königin bei einem Lichteinfall einfach euch wegfliegt. Das wäre total schade, weil die Chance ist 50-50, ob die zurückkommt. Das war jetzt der Grund, warum ich die letzten Waben nur kurz hochgelupft habe, um zu wissen, ob da Drohnenbrut drauf ist. Und da habe ich jetzt gar nicht wirklich reingeguckt. Dass das Volk hier eine Königin hat, das wissen wir. Sonst würden die sich vollkommen anders da auch verhalten. Und hier gibt es nicht mehr zu tun, außer abzuwarten, bis die Königin dann in die Eiablage kommt. Honigraum brauche ich auch überhaupt nicht durchgucken. Alles so gut, wie es ist. Bewertung erübrigt sich hier auch restlos. Wir machen hier aber nochmal ein X, weil wir haben hier die Drohnenbrut jetzt abgeschnitten. Dass da eine Tochter drin ist, habe ich das letzte Mal schon hingeschrieben. In der Sekunde, wo ein Bienenvolk ohne Königin ist, erübrigt sich bei mir die Statistik, also die Bewertung. Weil, was soll ich denn bewerten, wenn da keine Königin drin ist? Das macht dann keinen Sinn. So ein Eingriff wie Bienen entnehmen, Bienen zugeben oder Drohnenbrut schneiden, das macht dann wieder biologischen Sinn, das aufzuschreiben. Das hier ist eine 2020er Königin. Also eine alte, die dann gehen darf dieses Jahr. Da sind wir nämlich mit der Zeit drüber. Also die Oberkiste haben sie zumindest schon mal echt gut ausgebaut. Und da unten sieht es stark nach Honig aus. Allerdings ein Ticken weniger schwer wie das Nachbarsvolk. Also die hier haben definitiv mal mehr gesammelt. Mal gucken, ob die Kamera noch läuft, weil die da auf meinem Kopf so leise ist. Ja, sieht aus, wie wenn sie noch läuft.
schön, die Sonne kommt raus. Jetzt greifen sie mich an. Wenn ich jetzt nicht reinrauche, dann gibt es ein dickes Auge. Die Drohnenbrut lassen wir auch schlüpfen. Die sieht nämlich gut aus. Das ist auch ein tolles Volk. Die Drohnenbrut hier lohnt sich nicht rauszunehmen, weil wir die in 7 Tagen genauso schneiden können. Da ist nämlich dann die ganze Wabe verdeckelt. Finde ich richtig gut. Das sieht nämlich nicht so aus, dass die hier einen hohen Schwarmdruck haben. Die Königin ist da, weil Eier sehe ich hier. Immer so ein grundlegender Check, ne? Also wenn ihr einen Bienenvolk aufmacht, dann bitte immer entweder ihr seht die Königin, aha, ihr wisst, jawohl, Königin ist da, und wenn ihr die halt nicht findet, dann stellt zumindest sicher, dass ihr Eier findet. Also entweder oder. Entweder ihr wisst, dass das Volk Eier hat, oder ihr wisst, dass das Volk eine Königin hat. Mit ganz viel Erfahrung kann man sich auch reinfühlen in so ein Bienenvolk und merkt einfach instinktiv, die haben gerade eine Königin oder halt auch nicht. Ich merke, dass mir bei dem Volk gerade die Zeit wegrennt. Die sind nervös bei der Wetterlage. Wenn ich die zu lange offen habe, ist definitiv ein dickes Auge vorprogrammiert. Für dieses etwas schnellere Arbeiten finde ich das Homehive-System absolut ausgeklügelt. Ich habe da viele, viele Jahre Entwicklung reingesteckt in das System, um wirklich das Optimum rauszuholen in der Bearbeitung mit Bienen und auch in ihrer eigenen Bienenbiologie, also sprich in der Entfaltung ihrer biologischen Mechanismen. Die Drohnenwabe nehmen wir raus, die ist ready zum Abschneiden. Wo ist mein Messer jetzt? Hier ein Eimer drin. Ja, da ist es doch. Machen wir jetzt denselben Trick. Einmal in der Mitte auffächern. Nein, falsche Position. Einmal hier auffächern und einmal hier auffächern. Das war's schon. Dann haben wir ja hier diese Wabe. Gucken wir uns mal genauer an. Was meint ihr? Jetzt rausschneiden oder erst in 7 Tagen? Definitiv erst in 7 Tagen. Da habe ich nämlich das ganze Brett. Wenn ich sie jetzt rausschneide, dann verliere ich ja eigentlich meinen Varroa-Fänger dran, weil da noch viel zu wenig verdeckelt sind. Das war's schon. Jetzt da hinten weiter. Gitter drauf. Einen hat es jetzt leider erwischt. Eine von 35.000 Bienen. Ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich versuche wirklich zu arbeiten, dass ich gar keine Biene erwische. Das ist in der Praxis einfach nicht machbar. Das sind viel zu viele Bienen. Und ich denke, ein guter Imker hat einfach nur zum Hauptziel, dass man seine Bienen nicht quetscht und nicht drückt. Und wenn es dann halt doch mal passiert, ja mein Gott, so ist es halt, wenn man mit den Tieren arbeitet. Aber man kann ja sein Bestes geben. Und ich habe mit dem Besten geben fürs Tierwohl einfach mal angefangen, eine eigene Kiste zu konstruieren, die meinen Parametern auch
zugutekommt der regenerativen Bienenhaltung. Wir haben hier Drohnenbrut entnommen. Wir haben Drohnenbrut schlüpfen lassen in diesem wunderschönen Volk. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Bautrieb war gut, Schwarmtrieb war gut. Honig gibt diesmal keinen Pluspunkt. Wir hätten mehr sammeln können, trotzdem vermehren. Schönes Völkchen. 2020er Königin wird dieses Jahr nicht mehr eingewintert. Die lassen wir noch mit einer jungen Königin von der Genetik übernehmen. Okay, hier ist immer noch ein Volk offen. Deswegen gehen wir jetzt gleich zu dem hier hin. Das ist nämlich auch immer so ein starkes Volk. Ach hey, diese verfluchten Ameisen. Die nerven einfach nur. Also Ameisen sind wirklich zum Kotzen am Bodenstand. Kann man leider echt nichts anderes sagen. Raus mit euch aus meinem Bienenvolk. Das Dumme ist, die Ameisen, die kommen auch immer wieder zurück. Hartnäckige Viecher. Faszinierend in allen Fällen. Aber für die Bienenhaltung ganz, ganz nervig. Zudem machen die Ameisen meine Bienen richtig, richtig nervös. Also nicht wirklich toll, wenn man diese Ameisen hat. Einen Ameisenköder würde ich jetzt trotzdem nie hinmachen, weil es ist halt hier Natur. Aber man muss halt die Ameisen dann wirklich manuell rausschmeißen, wenn es einem hier zu arg werden. Wow, also auch hier richtig, richtig voller, fetter Honigraum. Mit einem richtig fetten Bienenvolk, wie man hier sieht. Sind definitiv nicht abgeschwärmt. Dafür sind sie hier viel zu massig. Selbstverständlich lassen wir auch bei so einem Volk unsere Drohnen dann schlüpfen. Das hier sollte man auf keinen Fall schlüpfen lassen. Viel zu viele Löcher drin. Und Löcher in der Brut deuten entweder auf Inzucht oder auf Krankheiten hin. Also in dem Fall ist auch parasitärer Befall gemeint. Gucken wir uns mal die Schnittkanten an, wie sauber die sind. Ja, hier Volltreffer. Drei auf einen Schlag. Nochmal Volltreffer. Nochmal Volltreffer. Weg damit. Schwarmtrieb sind sie voll dabei, wie man hier sehen kann. Das heißt, da machen wir jetzt auch den kleinen Trick, indem wir zwei Oberträger zwischen reinbringen. Also Eier sind auf jeden Fall mal da. Bedeutet, wenn Eier da sind, ist auch die Königin da. Und hier könnt ihr wieder das sehen, was ich vorhin meinte, dass die Bienen auch ganz gerne ihren Schwarmtrieb abbrechen, wenn das Wetter nicht passt. Also da sieht man halt überall aufgebissene Königinnenzellen. Die hier war viel zu weich, da ist auch noch nicht mal Schlupf und was für eine schöne Wabe.
Die nehmen wir doch jetzt rüber hier aufs Smoker mitnehmen. Die nehmen wir rüber ins Schwarmvolk. Damit sind die hier jetzt so bedient, dass wir hier relativ schnell wieder ein voll intaktes Wirtschaftsvolk haben. War jetzt halt ein bisschen gemogelt, ne? Also zugegeben, hier habe ich jetzt die natürliche Entwicklung halt maßgeblich mal beschleunigt, indem wir da Brutwaben reingestopft haben. Wie gesagt, ich muss auch leben von der Biene. Alright, Honigraum drauf. Also hier habe ich, wie gesagt, die Notiz gemacht, Queen Bein verletzt. Ne? Das heißt, die Bienen haben halt hier schneller schon gehandelt. Tochter drin. Und wenn ich jetzt die nächsten Tage mit Begattungskisten herkomme, könnte ich ja hier nochmal die Königinzellen abschneiden und in andere Völker setzen, damit wir die Genetik nochmal vermehrt bekommen. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Bautrieb war schlecht, Honig war Durchschnitt. Und dann hier den Strich für Königinwechsel. Ich denke, hier auf der Kiste habe ich was vergessen, wir haben doch da, haben wir nicht? Doch, wir haben. Wir haben doch hier Brutwaben rausgenommen und hier in diese Kiste reingehängt. Doch, das habe ich aber reingeschrieben. BR für Brut. Und da habe ich mich falsch erinnert. Das war alles richtig so. Perfektes Bienenvolk hier, wo ihr da beobachten könnt. Die sind nicht nur unglaublich stark. Die sind auch unglaublich zahm. Und was mir richtig gut gefällt, richtig Waben steht. Und also sprich, die dappen mir nicht so über. Das sieht einfach nur gut aus, das Volk. Ups, daneben. Gleich aufsammeln. Und halt einfach ein sehr, sehr schönes, durchzogenes Brutnest. Mal hier den leeren Oberträger rein. Nochmal genau prüfen. Also Eier sind hier überall vorhanden. Und wie gesagt, wenn wir jetzt besseres Wetter hätten, würde ich mit diesen Zellen liebend gerne arbeiten. Die werden mir auch in 7 Tagen nochmal Zellen machen. Also ich halte hier jetzt bei dem Volk einfach nur einen Schwarmtrieb. Die paar Waben, die wir jetzt rausgenommen haben, reichen im Regelfall nicht aus, um den Schwarmtrieb runterzudrosseln. Doch, Entschuldigung, Korrigation, sie reichen aus, um runterzudrosseln. Sie reichen nicht aus, um den Schwarmtrieb zu brechen. Dafür müsste ich wesentlich mehr Waben rausnehmen. Also auch hier gefällt mir die Drohnenbrut echt nicht. Also das lasse ich auf gar keinen Fall schlüpfen. Das
ist mir zu milbenbeladen hier. Vor allen Dingen sind ein paar Soße schon geschlüpft. Bei der nächsten Durchsicht dürften die Milben hier durch die vorherigen mit rohen Brutschnitte relativ gut runtergebrochen worden sein in ihrer Populationsgröße. Und so wie ich das hier wahrnehme, kann ich bei den nächsten 7 Tagen dann die Drohnenbrut auch richtig gut schlüpfen lassen hier von dem Völkchen. Irgendwie fehlt uns noch jetzt ein Oberträger. Den machen wir hier rein. Da haben wir den. Schön, jetzt kommt auch wieder die Sonne raus. Sieht vielleicht auf dem Video warm aus, aber der Wind ist hier richtig kalt. Und es ist definitiv nicht mehr wie 12 Grad hier, 12, 13 Grad. Gefühlte 14. Trotzdem zu kalt. Weil auch ein 21er Königin. Mit der können wir noch mal die ganze Saison durchgehen. Drohnenbrut haben wir geschnitten. Verhalten war gut. Gesundheit war besser im Vergleich zum letzten Mal. Das ist ein Pluspunkt. Entwicklung gut, Bautrieb gut, Schwarmtrieb minus, weil die echt übertrieben haben. Aber die sind nicht geschwärmt, obwohl sie verdeckelte Zellen hatten. Deswegen nehme ich das wieder raus und lasse es als neutralen Punkt durchlaufen. Honig haben sie gut gemacht. Hier, Brut entnommen. Dürfen wir nicht vergessen. Haben wir rausgenommen. Ich mache jetzt, bevor wir die Sägeberger machen, gerade nochmal hier das letzte Home Hive. Da gibt es ganz wenig zu tun, weil die Mutterkönigin ist mir durch die Lappen gegangen. Habe ich auch bei Facebook und YouTube schon gepostet. Die hat halt einen Schwarm gemacht. Und war nicht jetzt mein Plan, ich wollte eigentlich einen Kundschwarm ziehen, aber auch hier gilt. Wenn man bei 100 Völkern Schwarmkontrolle macht, dann hauen euch trotzdem ein paar ab. So, wer behauptet, dass Schwärme oder abgeschwärmte Völker keinen Honig mehr produzieren, der hat irgendwie die Bienenbiologie nicht so ganz mitbekommen. Also das hier ist ein abgeschwärmtes Bienenvolk und der Honigraum hier ist schwerer wie von dem ersten Volk, wo überhaupt nicht abgeschwärmt ist. Also das letzte, wo ich jetzt vor dem bearbeitet habe, meine ich. Es hatte zwar 2 Räume, aber im oberen Raum war so gut wie nichts drin. Und der untere Raum bei dem Volk, wo nicht abgeschwärmt war, war gerade eben weniger schwer mit Honig wie hier der Honigraum bei dem abgeschwärmten Volk. Hier interessieren mich jetzt eigentlich nur die Drohnen. Lass mal schlüpfen. Das war nämlich auch eine richtig tolle Genetik. Und dann will ich hier nur kurz wissen, wie viele Schwarmzellen haben die mir eigentlich hingepappt.
Die haben wir eine. Eine richtig tolle. Wow. Hier haben wir auch nochmal eine. Wow, nochmal eine. Geil. Die sind hier auch kurz vorm Schlupf. Stecken wir die mal kurz ins Ohr. Check. Wenn ihr so eine Schwarmzelle in euer Ohr steckt und ihr lang genug wartet, dann schlüpft die Königin im Ohr. Quatsch, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich wollte euch nur einen Trick zeigen, wie ihr wissen könnt, ob die Königin jetzt in der Sekunde am Schlüpfen ist. Zelle ins Ohr stecken, leise sein und dann hört ihr das durch die Zelle. Da schlüpft eine junge Königin. Jetzt. Die schlüpft in den nächsten Minuten. Dann wird die hier auch bald schlüpfen. Das ist vorprogrammiert, dass die hier jetzt schlüpfen. Die hier war jetzt nicht so weit. Also die eine haben wir schon mal, die am Schlüpfen ist. Und hier habe ich jetzt eine schon mal drin gelassen. Hier haben wir auch noch mal schöne Zellen. Also die sind ja viel schöner wie jetzt die da eben. Nee, das ist auch eine richtig gute hier. Dann nehme ich die aus dem System raus. Warum, dazu komme ich gleich. Und ab ins Ohr. Ja, die wird auch in den nächsten Minuten schlüpfen. Und hier haben wir eine Schwarmzelle, die nehmen wir raus. Die war noch viel zu jung, habe ich an der Zellkappe jetzt gesehen, dass die sehr jung ist. So, hier haben wir die Zelle, wie gesagt, einmal, zweimal für die natürliche Selektion. Die bleiben definitiv hier im Muttervolk. Also ich breche jetzt von dem Muttervolk an ein paar Zellen runter, weil sonst besteht eben dieses Schwarmrisiko. Jetzt in dem Fall finde ich für dieses Bienenvolk zwei Zellen angebracht, stehen zu lassen. Ein wunderbares Volk. Seht ihr, wie ruhig die Bienen da drin sind? Das ist das, was ich an einer guten Bienengenetik sehr wertschätze. Wenn die Bienen hier total wabenstet sind und nicht irgendwie mich verrückt machen oder sich selbst verrückt machen. Genial. Was für ein Volk. Unsere zwei Königinzellen. Weg. Hier wieder kleine Puffwolken, um die Bienen wegzutreiben. Und wenn man das Gitter vernünftig einschiebt, ist entweder gar keine Biene verletzt oder die wenigsten. Also minimaler Schaden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann das Gitter drauflegen und langsam immer wieder hoch und runter drücken, dass alle Bienen unten runter rausgehen. Das mache ich, wenn viele Bienen oben sind. Wenn es jetzt so wie jetzt gerade eben war, mit wenig Bienen auf der Oberseite, dann ist das Einschieben eigentlich die bessere Variante. So. Ui. Oh Gott, ist das schwer. Hier sind unsere zwei Königinzellen. Mit denen geht es jetzt gleich weiter. Einmal, zweimal. Das heißt, wir können jetzt aus diesem Bienenvolk zwei Königinnen erstellen. Jetzt in dem Fall tatsächlich ohne natürliche Selektion, weil ich mich jetzt einfach dazu entscheide, hier meine zwei Begattungskisten voll zu machen. Einmal,
einmal. Also auf eine Selektion hätte ich jetzt hier nur gehen können, wenn hier in den Bienen, also in den Begattungskisten schon Bienen drin gewesen wären mit Wabenbau und so weiter und so fort. Das ist noch nicht so weit in dem Jahr, deswegen muss ich jetzt halt tatsächlich mal die zwei Königinnen ohne Königinnenkampf dann schlüpfen lassen. Bewertung können wir hier trotzdem schon mal machen. Drohnenbrut haben wir hier nicht geschnitten, die haben wir ja schlüpfen lassen. Und ansonsten hier kann ich noch nichts bewerten, weil die Tochter ist ja drin. Aber was man hier auf jeden Fall machen kann, ah ja genau, hier noch, Bienen entnommen, die haben sich selbst entnommen. Das war ein Schwarm, Naturschwarm. Trotzdem ist die Tochter, also die Mutter dieser kommenden Königin, war der Hybrid Grün 65. Mutter Hybrid Grün 65. Alright, also die Daten sind schon wichtig. Gut. Jetzt wird es hier ein bisschen kompliziert, die Zellen gut reinzufummeln. Macht richtig Freude, diese Königinzellen hier knuspern zu hören. Wäre so toll, wenn die da, ja, wenn sie da halt kurz vorm Schlupf sind. Wenn ich so eine Zelle auch euch vor die Kamera legen würde, dann könnt ihr es live sehen, wie die Königin dann da rausschlüpft. Das mache ich irgendwann für den YouTube-Kanal hier definitiv. Weil das ist super spannend, eine Königin im Schlupf zu beobachten. Mist. Das ist das, wo ich meinte. Normalerweise braucht man für das, was ich jetzt hier mache, Wabenwerk eigentlich. Und wir machen nur deswegen jetzt die Ausnahme mit dem, was ich hier jetzt gerade mache, weil die Zelle jetzt schlüpft. Also wenn ich die 5 Minuten liegen lasse, die schlüpft ja jede Minute raus. Ja, deswegen ist das jetzt nicht schlimm. Die Zelle kann auch nachher gerne runterfallen. Es würde jetzt nicht schaden, weil die Königin, wie gesagt, gleich rauskommt. Wenn die Zelle etwas jünger wäre, wäre das ein absolutes No-Go, was ich hier gerade mache. Ja, bist du runter. Okay. Raus aus dem Weg. Und dann die Wabe drehen, damit es nicht wieder dick wird. Nummer 1 haben wir. Ausreichend Bienen drin, das ist okay so. Dann darf da jetzt halt nur kein Knick sein. Muss ja so ein gerader Tunnel sein mit Trichter. Und dann gleich.
Klappe zu. Und das ganze Spiel nochmal. Hier machen wir auch die Wabe platt. Ups, die Biene wollte ich nicht erwischen. I'm sorry. Und dann die Wabe spiegeln, ganz wichtig, dass die Bienen wieder einen geraden Wabenbau hier selbst machen. Können wir auch die Naturwabe dann drehen, dass die am nächsten Termin kerzengerade drin sitzt. So, Wachsbollen dürfen nicht nach unten fliegen. Das kann zu gravierenden Fehlern führen. Die Naturwabe können wir so lassen, wie sie ist. Runter damit. Zack, zack. Wassereimer. Und unsere Biene. Ja, ein bisschen zu viel jetzt. Brauchen wir gar nicht so viel. Ein bisschen da rein. Wer übrigens Interesse an meinen Königinnen hat, unter www.biwetal.com Produkte anklicken, dann auf Königinnen, also Bienen und Königinnen steht dran, und dort könnt ihr meine Königin erwerben, und nur auf Vorbestellung ist dieses Jahr möglich. Ich habe schon eine riesige Liste, wo ich ausliefern muss an neuen Königinnen. Das heißt, jeder, der sich jetzt noch anmeldet, der, ja, muss man mindestens bis Mitte Mai warten. Was hat man da jetzt gemacht? Drohnenbrut haben wir nichts gemacht. Ich glaube, wir haben hier gar nichts gemacht, außer Brut entnommen. Da können wir jetzt hier nochmal BI hinschreiben. Ein bisschen knapp. So, ich hoffe, ich habe da jetzt keine Statistik vergessen. Tatsächlich durch die Kamera ein bisschen abgelenkt. Gut. Übrig bleiben jetzt nur noch unsere zwei Segeberger Kisten. Und die bitte nicht als Referenzwert nehmen für meine Bienenhaltung. Das sind die letzten Modelle. Und die werden dieses Jahr noch alle verschwinden von meinem Acker. Ich werde 2-3 Kisten für die Imkerkurse übrig lassen, auch für die Bienenshows. Dass man einfach als Besucher von Biwetal so ein breites Spektrum hat an
Anschaumöglichkeiten. Ist ja auch spannend, andere Modelle sich anzugucken und die Funktionsweisen von denen. Und gerade für eine Bienenshow ist es interessant, wenn an einem, ja, an einem Bienengarten dann mehrere verschiedene Modelle auch für die Kunden sichtbar sind. Die haben doch mal hier geschafft. Schön voll die Kiste. Und noch nicht mal halb so viel Honig drin wie in meinem Home Hive. Wir können jetzt hier eine kleine Kippkontrolle machen. Das ist ein Imkertrick. Wenn ihr von unten guckt und ihr seht Schwarmzellen in der zweiten Kiste, dann habt ihr mit hundertprozentiger Sicherheit auch in der unteren Kiste eure Schwarmzellen. Wenn hier keine Schwarmzellen sichtbar sind und ich sehe hier keine Schwarmzellen, dann sind auch unten keine. Ganz einfache Regel bei jedem Kistensystem. Muss ich noch mal kurz auf meine Kamera gucken. Ich glaube, dass irgendwie, dass die immer noch durchläuft. Also doch, sieht so aus, dass die durchläuft. Ich hoffe es nicht, dass ich nachher am Computer merke, ich habe da Abbrüche gehabt. Ich bin kein Techniker. Lass da mal schlüpfen hier die Drohnen. Nichts zu tun. Ich kann jetzt im Doppelblock hier arbeiten, um die Zeit zu sparen. Schöne Hallenwabe. Hier wird eine Drohnenwabe hier. Da sind aber nur Eier drin. Ich habe viele Jungbienen, sind auch da. Das Volk wird gerade pissig. Man merkt es immer im Gesamtwesen. Da sollte ich keine Zeit verlieren bei dem Fall. Seht ihr? Wenn ich jetzt noch einen Griff mehr mache, habe ich einen Stich im Gesicht. Dann hilft nur der Raucher. Königin? Ja, die werden bald hier mit dem Schwarmtrieb loslegen, so richtig. Noch ist das hier nicht wirklich schwarmtriebig. Fangen jetzt gerade mal an mit ihren Näpfchen. Da war jetzt auch noch nirgends ein Ei drin hier in den Näpfchen. Die Drohnen hier lassen wir schlüpfen. So sind nicht so viele. Bei so einer kleinen Drohnenbrutecke kann man auch nicht wirklich behaupten, dass man da einen großartigen Milbenfänger hat. Da braucht man schon ein ganzes Brett an Drohnenbrut, dass man da Milben rausnehmen kann. Drohnenbrut, die wir jetzt noch nicht schneiden können. In 7 Tagen sieht es besser aus. Hier ist aber ein paar sehr krumme Waben drin. Okay, das eine Ding wird durchfallen. Kann man es auch drin hängen lassen. Schneid mal raus.
Ihr seht, immer wenn ich Waben abschneide, werden die nicht mehr mittig gesetzt, sondern seitlich. Das bedingt dieses Kistensystem. Alles andere würde den Wabenbau der Bienen durcheinander bringen. Das wollen wir nicht. Wir haben ja hier immer einen Brutkern von mindestens 5 Mittelwänden. Das heißt immer 11 Rähmchen pro Segeberger Kiste, wo nur in der Mitte 5 Mittelwände haben. Das sind die, wo ich jetzt gerade einen Block nehme. Und die links-rechts gestaffelten Rähmchen sind immer die Naturwaben. Also dasselbe wie in meinem Homehive-System, nur eben im Rähmchen drin. Mit den Nachteilen vom Rähmchen. Deswegen möchte ich ja diese Kisten hier loswerden und nur noch in meinem Homehive imkern kann. Die Drohnenbrut sieht hier echt nicht gut aus. Deswegen möchte ich die auch nicht schlüpfen lassen. Diese Wabe hier macht jetzt überhaupt keinen Sinn zu schneiden, aber in 7 Tagen absolut. Deswegen kommt die hier wieder rein. Und mit der Wabe verhält sich es genauso. Mit einem Unterschied, ihr seht, die ist richtig krumm geworden durch den Naturwabenbau. Und da müssen wir jetzt nachlegen, also solchen Überbrückungsbau, das dürfen wir nicht akzeptieren. Wird immer schlimmer. Aber schmeckt gut.
Da war jetzt wieder der Akku schuld für die Unterbrechung. Entschuldigung. Mit so einem Honigbrocken gerade verschluckt. Naturwabe gerade drücken. Das brauchen wir hier jetzt in dem Fall nicht rausholen. Das können wir hier in der Kiste begradigen. Ne, kann ich doch nicht. Da hat uns Holz gerade geschnitten. Okay, die Seite haben wir schon mal. Haben sie da auch krumm gebastelt? Ja, haben sie auch krumm gebaut. Ich brauche da eigentlich ja nicht viel erklären. Also ich denke, das ist selbsterklärend, warum ich die Waben dann drehe. Dass sie mir nicht wieder in die Lücken reinbauen. Für die Biene ist das relativ ein Klacks, das wieder zu reparieren. Und für mich ist es ein Klacks, das zu begradigen. Hier ein Strich, da ein Strich. Biene muss raus. Komm, raus von dir. Ja, das ist das mit dem verklebten Stoppmeißel. So, dann drücken wir die Wabe hier rein. Zack, zack, zack. Hier auch reindrücken. Und da nochmal einen Klicker. Und seht ihr, wie wunderschön die Naturwabe wieder im Lot hängt. Dadurch brauche ich jetzt auch die nächste nicht korrigieren. Und dann hat er hier noch was gefehlt. Biene, raus mit euch. Da ging jetzt der Balken zu schnell. Also da habe ich jetzt definitiv mal zwei erwischt. Das tut mir leid, liebe Biene. Tun wir die hier rein. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wunderbarer Tag heute. Alle Bienen aus der Linie. Jawohl. Und dann festdrücken. Hier nochmal kurz das Wachs abschaben. Das war es auch schon. Folie drauf. Und nicht vergessen, schreibt nicht mit Regentropfen. Wir haben Drohnenbrut rausgenommen, wir haben ein bisschen schlüpfen lassen. Plus, 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 plus Honig minus. Hätten viel mehr machen können. Auf das nächste Volk, was dann auch das letzte hier in der Reihe wäre. Ja, ist leider auch nicht viel voller vom Honigertrag. Kippkontrolle, wie schaut es hier aus? Nö, da ist kein Schwarmtrieb. Das ist gut für mich. Dann kann ich hier nämlich im Block wieder geschwind arbeiten. Hoppala. Hier die Drohnen, die lassen wir schlüpfen. Die Wabe drückt man nachher kurz rein. Wenn wir wieder am Ende des Volkes angekommen sind. Hier die Wabe kann ich überspringen. Die zwei kann ich direkt im Doppelblock lupfen. Schön alte schwarze Waben. Werden dann auch mal bald rausfliegen. Hey, du willst mich jetzt nicht stechen. Sie wollte mir einen Daumen stechen. Ich glaube, ich spinne. Mädels, ihr wisst, wenn ihr mich stecht, gibt es einen Minuspunkt. Ihr wollt keine Minuspunkte. Sonst selektiere ich eure Königin, ihr Lieben. Hier bei dem Volk kann man ganz klar erhöhte Aggressivität feststellen. Hier lasse ich die Drohnen schlüpfen. Das ist doch mal trotz der Aggressivität tolles Volk. Und das Aggressive ist jetzt auch ganz klar wetterbedingt.
Ich hätte auch keine gute Laune als Biene, bei dem Wetter durchgeguckt zu werden. Okay, hier könnte man jetzt die Wabe eigentlich korrigieren auf der anderen Seite. Die Zeit kann ich aber nehmen, wenn ich dann irgendwo wieder Drohnenbrot schneide. Und wenn wir ein besseres Wetter haben, die jetzt nicht so aggressiv sind. Wenn ich da jetzt länger rumeier mit dem Volk, also gerade in der unteren Kiste, ist ein Stich vorprogrammiert. Unten war eine Wachsbrücke auf der Seite. Dann haben wir die auch auf der oberen Seite. Die Wachsbrücken müssen weg. Drohnenbrut fliegt raus. Kann ich nachher abschneiden. Hier haben wir Brücken innerhalb vom System. Gleich wegmachen, bevor es schlimmer wird. Hier auch nochmal. Dann nochmal das Ganze. Ist mir ein kleiner Brocken gerade reingefallen. Können wir schneiden und hochhängen. Können wir auch schneiden und hochhängen. Abhängig, ob wir hier, ja, können wir einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wir können hier hochhängen, das ist wunderbar. Deswegen die zweimal raus. Wir können hier gleich sagen, wir nehmen die zwei leeren Naturbalken. Die haben die Bienen ja schon angefangen hier. Setzen die hier rein. Das kann man machen, den Trick, damit es schneller Wabenhonig gibt und damit die Bienen im Schwarmtrieb nicht rumspinnen. Wow, volles Futterwabe hier an der Seite. Hier auch. Finde ich nicht gut. Noch zu viel Bienen drauf. Hui, ist die schwer. Die Wabe hier, Wahnsinn. Okay, also das hier geht gar nicht. Das müssen wir wegmachen. Das müssen wir wegmachen. Immer wenn ihr die Kamera schütteln seht, habe ich eine Biene im Gesicht. Und die bekommt man ganz einfach weg, indem ihr den Kopf schüttelt. Das mag die Biene nicht, die fliegt dann weg. Und auf der anderen Seite mag ich keine Bienen auf dem Kopf. Na, das denn nenne ich doch mal Wabenhonig. Ja, da müssen wir korrigieren. Das war einmal hier alles wegmachen. Und hier auch. Dann kann ich wieder ran. Dann nehmen wir hier wieder die zwei Leerwaben raus. Setzen die nach unten, dass die Bienen hier wieder bauen können.
Dadurch haben wir jetzt wieder Platz im Brutraum geschaffen. Ihr seht, ich arbeite im Magazin ohne Absperrgitter, weil immer dann, wenn es machbar ist, ohne Absperrgitter zu arbeiten, macht es. Das Absperrgitter ist für die Bienen der letzte. Ich würde wünschen, dass ich es in meinem Home Hive anders da machen könnte. Ich habe mir darüber tatsächlich auch echt den Kopf zerbrochen. Wie kann ich meinen Home Hive kreieren ohne Absperrgitter? Wer Ideen hat, raus damit. Die will ich hören. Ich habe schon die besten Tipps bekommen von Nicht-Imkern, weil auch ich habe das Thema betriebsblind. Das hat jeder Imker, jeder Mensch, jeder Beruf hat das. Und ganz oft ist es so, dass manchmal irgendein Laie, der von der Biene gar keine Ahnung hat, dann irgendwas sagt wie, hey, warum machst du das nicht so? Und ich dann so, ja, hey, warum sagst du mir das nicht früher? Das ist ja genau richtig so und genau perfekt. Also wer Ideen hat, wie ich mein Homehive-System ohne Absperrgitter führen kann, bitte ab in die Kommentare schreiben. Wäre super geil, wenn wir da eine Lösung für finden. Ein Brett mit Loch funktioniert nicht, das kann ich gleich sagen. Okay. Oh, das sieht aber nicht sauber aus hier. Das ist nochmal schöner. So. Nummer 1, fertig. Wabenhonig Nummer 2. Hier geht es jetzt nur um die Seitenkanten, die die Drohnen drin hatten. Übrigens, wenn ein bisschen Honig in meinem Topf da unten landet, schlimm ist das nicht. Das mag vielleicht für manche unverständlich klingen, dass ich da bereitwillig auch gerne mal immer ein bisschen Honig abschneide. Aber ihr könnt ja mal meinen Bienenwachs kaufen. Mal dran riechen, wie lecker das ist. Dann wisst ihr auch, warum es mir nichts ausmacht, wenn ich hin und wieder mal ein bisschen Honig in meinen Dampfwachsschmelzer reinbringe. Weil so kommt dieses leckere, süße Aroma auch ins Bienenwachs rein. Also wir nähern uns dem Ende. Hier nochmal. Ich muss mich jetzt echt beeilen, weil ich habe hier noch. Man wird im Sommer einfach nicht fertig mit seiner Arbeit. Nicht in der Berufsimkerei. Nicht, wenn man so viele Völker und so viele Kunden hat wie ich. Also das war zwar jetzt das letzte Video für heute, aber mein Arbeitsalltag ist heute noch lange nicht fertig. Heute Abend kommt noch das Thema Dampfwachsschmelzen auf mich zu. Und ich habe jetzt gleich um 19 Uhr die nächsten Meetings. Die darf ich nicht verpassen. Deswegen bin ich jetzt gerade froh, dass wir jetzt fertig geworden sind. Dann bin ich gerade noch ein bisschen pünktlich bei den anderen Kunden. Alright. Und die letzte Wabe zurück. Super duper. Das Volk hat hier jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Honig gemacht, aber es war eins der Völker, wo unglaublich tollen, geilen, leckeren Wabenhonig gemacht haben. Und den könnt ihr auch kaufen, wer meinen Honig wertschätzt. Ich empfehle jedem Kunde sich in meiner Newsletter anzumelden, im Infobrief, weil ganz oft ist es so, dass ich da nur noch meine Privatkunden anschreibe und den Leuten sage, so liebe Kunden, ich habe frischen Honig für euch alle und 2 Wochen später ist es ausverkauft. Über die Rundmail ist mein Marketing und jeder, der sich anmelden will, bivital.com, auf Kontakt drücken, da gibt es die Spalte Infobrief. E-Mail-Adresse reinschreiben, abschicken, ich tue euch einen Verteiler und melde mich, wenn wir frische Honige haben. Drohnenbrut entnommen und schlüpfen lassen. Plus, 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 plus.
Schwarmtrieb war auch plus und Honig war definitiv ein Ticken besser wie hier. Mehr mache ich jetzt erstmal nicht. Ob ich das Volk vermehren will, das weiß ich noch nicht. Dafür haben sie mir tatsächlich einen Ticken zu wenig Honig gebracht. Aber sie bauen sehr schön Waben. Okay. In 7 Tagen gucke ich diesen Bienenstand dann wieder von vorne durch. Die Schwarmzeit ist noch nicht vorüber. Und solange die Schwarmzeit ist, gucke ich im 7-tägigen Rhythmus jedes Bienenvolk durch. Und auch wenn man sie im Rhythmus gut durchguckt, ihr habt es ja gesehen in anderen Videos, manchmal kann man einfach die Bienenschwärme nicht vermeiden, weil die Biene ihren eigenen Willen hat. Und selbst wenn man jede Zelle bricht, kann es halt manchmal auch passieren, dass die Bienen trotzdem wegfliegen. Und ist okay so, weil das ist halt ein Bienenvolk. Bis zum nächsten Video. Tschüss.